Willkommen auf dem Kanal D-Device. In diesem Video werde ich über den LG 32GQ 950B Monitor sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 32 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 160 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 1 Millisekunde. ATW – besseres Kontrastverhältnis und bessere Farbdarstellung. Displays mit ATW-Filter, üblicherweise eingesetzt in High-End-Displays für Medizin und Wissenschaft, bietet bei größeren Betrachtungswinkeln ein besseres Winkelkontrastverhältnis, maximal 10-fach, und eine bessere Farbabdeckung, maximal 40-fach, als Displays ohne ATW. Bildgewaltiges Gaming-Erlebnis. Die Nano-IPS-Technologie sorgt für eine beeindruckende Farbtreue und erweckt die Spielszenen auf dem 32 Zoll großen UHD 4K-Bildschirm zum Leben. VESA Display HDR 1000 – Farben und Kontrast authentisch wie nie. Die Nano-IPS-Technologie trifft auf VESA Display HDR 1000. Der Vorteil? Lebensechtes HDR-Gaming mit akkurater Wiedergabe von Farben und Kontrast. IPS mit 1 Millisekunde – GTG – blitzschnelle Reaktionszeit. Das IPS-Panel mit 1 Millisekunde ist mit der Geschwindigkeit eines TN-Panels vergleichbar. Die schnelle Reaktionszeit und das Wegfallen gespiegelter Geisterbilder bringen das Gameplay auf ein ganz neues Level. VESA Display Stream Compression DSC. Der hochauflösende 4K-Monitor bietet eine schnelle Wiederholungsrate von 144 Hz, Übertaktung 160 Hz mit 1 Millisekunde GTG-Reaktionszeit, ist kompatibel mit HDR sowie G-Sync-kompatibel, deckt die Farbtiefe von 10 Bit ab und reduziert visuelle Qualitätsverluste. Alles über einen einzigen DisplayPort-Anschluss. VESA Certified Adaptive Sync. Der Monitor mit VESA Adaptive Sync Display-Zertifizierung, vorgesehen für Geräte mit deutlich höheren Bildwiederholraten bei niedriger Latenz, bietet ein flüssiges Gameplay und eine ruckelfreie Videowiedergabe. NVIDIA G-Sync kompatibel. Der Monitor wurde von NVIDIA getestet und offiziell als G-Sync kompatibel ausgewiesen und ist der ideale Monitor für ein ruckel- und unterbrechungsfreies Spielerlebnis. AMD FreeSync Premium Pro. Mithilfe der FreeSync Premium Pro Technologie erleben Gamer nahtlose flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Spielen. Unerwünschtes Ruckeln und Unterbrechungen werden fast vollständig eliminiert. LG Calibration Studio – Farben in Präzision. Optimieren Sie die Farbleistung mit Hilfe der Hardware-Kalibrierung über das LG Calibration Studio, um das breite Farbspektrum und die Farbkonstanz des LG IPS 4K-Displays optimal zu nutzen. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 71,9 cm breit, 49,1 cm hoch und 27,8 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 11,6 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 2x USB 3.0 Typ A Downstream, 1x USB 3.0 Typ B Upstream, 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 und 1x 3,5 mm Audio Out. Elegante Gaming-Ästhetik. Das auf drei Seiten nahezu randlose Design und die Hexagon-Beleuchtung lassen das Gamer-Herz höher schlagen. Der verstellbare Standfuß macht das Spielen denkbar bequem. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der verbaute Lüfter ist viel zu laut. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild wirkt kräftig satt, keine Glow, Hammerfarben, er passt perfekt zu Gaming-PC und Monitor ist gebaut sehr gut und solide. Damit ist unser Test des LG 32GQ 950B Monitors nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie die aktuellen Preise wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!